Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, und die Bolzenial, die steht hier mal wieder in Elrons Bibliothek, weil sie mit dem jungen Mann sprechen will. Ja, schon relativ alt ist. Werdet ihr uns denn, ein weiteres Mal eure Hilfe gewähren? Ja, eigentlich wollte ich dich jetzt erstmal was befragen. Und zwar, ja, genau das hier. Hier, guck hier. Was ist das? Golostias Tochter und der Elb Leardan haben euch geschickt? Welch seltsames Schicksal, das euch hierher geführt. Der Schatten Angmars ist mit dem Schatten im Osten gewachsen. Gebt mir die Schriftrolle. Ich werde das Rätsel für euch lösen. Hoffnung ist nicht vergeblich. Ja, sagen sie alle. Buch 7, Kapitel Zwergenmeister. Okay. Lorniel hat sich nicht umsonst Hoffnung gemacht, denn diese Schriftrolle zeigt tatsächlich einen Weg, auf wie man die Tore von Khan Doom passieren kann. Die Schriftrolle erwähnt einen besonderen Schlüssel, der aus einem finsteren, schwarzen Eisen geschmiedet werden muss, das nur in den fauligen Gruben Angmars zu finden ist. Es wird auch beschrieben, wie der Schlüssel zu schmieden ist. Ich glaube, ein solcher Schlüssel könnte aus Mithril gefertigt werden, denn das Silber von Moria ist stark genug, um jeden Widerstand zu überwinden, den das Schloss ihm entgegensetzen könnte. Leider steht uns kein Mithril zur Verfügung. Vielleicht solltet ihr Fürst Valin in Turins Halle in den Eredluin um Hilfe bitten. Niemand kennt die Geheimnisse von Mithril so gut wie die Zwerge. Mit ihnen solltet ihr sprechen. Ich habe die Schriftrolle in Westron übersetzt. Die Zwerge sollten sie mühelos lesen können. Okay, das heißt, wir müssen jetzt zu Dvalin und mit dem reden. Also Turins Halle. Man sieht schon, es nähert sich doch so nach und nach den Toren von Moria. Ja, ich freue mich drüber. So, wir haben hier eine Karte zu Turins Halle. Verwenden wir die direkt mal. So. Ah, die Zeit rennt. Übrigens, wir sind in Folge 200. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr 200 Folgen am Stück geschaut habt. Also am Stück nicht, aber cool. Danke. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr alle Folgen geschaut habt oder solange ihr schon dabei seid oder wann auch immer. Finde ich richtig cool, dass ich wirklich schon 200 Folgen geschafft habe. Echt geil. Aber es macht auch nach wie vor Spaß. Und man muss sagen, mit Folge 200 nähern wir uns doch so langsam. Das ist doch, ich wollte gerade sagen, das ist Turins Halle. Ich dachte jetzt schon, ich wäre hier in Furoshell oder irgendwo in einem Schneegebiet gelandet, aber hier war es ja auch ein bisschen kälter. Ja, okay, was ich sagen wollte, wir nähern uns doch so langsam und allmählich einem Bereich, wo wir wirklich sagen müssen, ja, das, sagen wir mal, erste Hauptspiel endet. Heißt natürlich nicht, dass es ganz endet, denn ich hatte ja, wie gesagt, vor, weiter zu spielen, auch nach Moria. Ich mag das Spiel einfach. Ist halt so. Tut mir leid. Müsst ihr damit leben. Ja, ich werde das jetzt öfters machen. Spielen. Also. Dienstags, Donnerstags und Samstags zum Beispiel. Jo. Nur nochmal drauf hinzuweisen. So, auf jeden Fall. Schön, dass ihr die Jubiläumsfolge mit mir angefangen habt. Ich kann es immer wieder erwähnen. So, wir sind in Turins großer Halle. Ich weiß gar nicht, ob wir mit diesem Charakter jemals schon hier waren. Ich glaube schon. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Das ist auf jeden Fall die Halle der Zwerge, das Startgebiet der Zwerge. Wer es in den Zwerg spielt, wird quasi hier mehr oder minder anfangen. Und hat hier seine Beschäftigung zu finden. Allerdings ist das doch schön, dass ich auch mal mit Bolzenil hier bin. Guck mal, da oben ist Fürst Valin. Hallo. Turins Halle befindet sich endlich wieder in der Hand der Langbärte. Allerdings müssen wir weiterhin sehr wachsam sein. Die Grimhans haben sich noch nicht geschlagen gegeben und ihre Verbündeten werden immer mehr. Was ist das hier? Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Nö, das ist doch nur eine, hier guck mal, Stufe 40. Das, sowas macht man doch nicht. So, aber hier, seid Zwergenmeister. Gegrüßt. Seid gegrüßt. Elrond von Bruchtal schickt euch. Dann wird euch Durins Volk helfen. Lasst mich die Schriftrolle mal sehen. Kommt, bleibt einen Augenblick. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir diesen Schlüssel schmieden können. Doch wir benötigen einige Dinge, bevor wir beginnen können. Laut Herr Elronds Anweisung brauchen wir Mithril. Doch im Nebelgebirge kommt das nicht vor. Und wir brauchen etwas, nach dessen Vorlage wir eine Gussform fertigen können. Nun, eines der Geschenke, die Bilbo vom einsamen Berg mitnahm, war ein Mithril-Klumpen. Ich bezweifle, dass ihm dessen Wert bewusst war. Vermutlich hat er ihn zurückgelassen, als er nach Bruchtal zurückkehrte. Vielleicht hat er es auch dem Haus in Michelbinge überlassen. Vielleicht kann euch der Hüter des Matomhauses ja weiterhelfen. Was die Gussform angeht,
So hat Adli Spinnenfluch mir eine Nachricht geschickt, dass die Wachen von Arshed bei den Leichen der Schwarzwolds einen zerstörten Schlüssel gefunden haben. John Farnbach könnte ihn immer noch haben, wenn ihr Anführer aus Angmar stammt. Wie ich gehört habe, könnte der Schlüssel für unsere Gussform ideal sein. Oh. Wir begegnen offensichtlich nicht nur den Zwergen, sondern auch den Menschenstaatgebieten, sowie den Hobbit-Staatgebieten halt. So, wir müssen also erst einmal rausreiten und dann würde ich mal meinen in Richtung... Ja, in welche Richtung denn? Ja, erstmal in Richtung Hobbits, würde ich sagen. Nach Bre und dann schlussendlich nach das Stadel. Auf jeden Fall ins Anfängergebiet der Menschen. Kommen wir im Notfall mehr Schnellreise. Aber hier, die Hobbits, die müssen wir so aufsuchen. Deswegen gehen wir in aller Ruhe erstmal zum Reittiertypen. Und gucken, ob wir eine Schnellreise nach Michelbinge bekommen. So, wupp. Hier entlang. Michelbinge müsste sogar das Matomhaus stehen. Dürfte also nicht mehr so ein Problem sein. Gucken wir mal. So. Hey, Willi! Seid gegrüßt. Ettenöten, Michelbinge, schnelle Reise. Sehr schön. So billig bin ich auch lange nicht mehr gereist. 90, das ist ja nüscht. Ist das nüscht? Dann brauche ich nicht mal schneiden, so schnell wie das hier. Guck mal. Fenris Platz. Dummerweise muss ich wieder nachts aufnehmen. Ich hasse das immer. Nee, aber was will man machen? Gehört halt auch dazu. Das gehört halt ebenfalls dazu. So. Ladebildschirm. Ach, wie ist das nicht schön. Ein wunderschöner, schöner Wald, der jetzt weg ist. Da hat mir der Ladebildschirm besser gefallen als dieses Ding hier. So, wir gucken mal. Wir müssen... Ja, da oben ist ja der Pfeil schon. Hätte auch auf die Minimap schauen können. Da steht es ja auch schon drauf. Da oben ist das Matomhaus. Dann gehen wir da mal hin. Da waren wir auf jeden Fall schon eher als in anderen Gebieten. Also bei den Zwergen. So. Hallo, Bombard. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Was kann ich für einen tun? Euch tun? Einen Mithrilklumpen? Klumpen? Nie davon gehört. Oh, ihr meint diesen silbrigen Block, Brocken, den der alte Bilbo von seinen Abenteuern mitgebracht hat? Ich fand, dass ja für echtes Silber zu leicht war. Nun, dann dürfte es kaum was wert sein. Ich wüsste nicht, warum wir es behalten sollten. Hier, ihr könnt es gerne haben. Dankeschön. Ja, ist ja nur Mithril. Das ist okay. Ich kann ja direkt. Lalianas Markt. Eigentlich wollte ich zu dem anderen, aber naja, ist egal. Warte mal, weißt du was? Dann sag ich mal so hier. Wir kehren in das andere Bre zurück. Ich könnte zwar jetzt auch zurückreisen, würde wahrscheinlich auch wieder von hier eine Schnellreise bekommen, aber das wäre ja Schwachsinn, wenn wir zwei Bre-Reisen zur Verfügung haben. Dann sollten wir auch uns am Riemen reißen und diese Reisen auf uns nehmen. Denn mit schnell reißt es sich am schnellsten. Heute rolle ich auch mal das R wie ein Motor. Ja, weil... Das kann ich auch mal. So, na komm jetzt. Geht heute aber auch immer. So, nach Stadel. Schlucht wollten wir, genau. Schlucht und Stadel sind die Gebiete, wo wir hin wollen. Wir sind am Westende von Bre. Das kriegen wir aber hin. Sollte nicht das Problem sein. Mitten in der Nacht durch Bre. Ist das nicht schön? Guck mal, da vorne laufen auch zwei Stadtwachen. Die kuscheln ein bisschen. Naja, gut. Wenn sie sich so sehr mögen, warum sollen sie das nicht machen, ne? Da kann ich mich echt nicht gegen wehren. So. Hier runter. Und dann gleich links. Dann kommen wir direkt über Stadel raus und können direkt nach Schlucht weiter schluchten. Ach, Schlucht ist das lange her, dass wir hier waren. Schlucht. Wobei, für mich ist es fast nicht ganz so lange her, weil ich ja auch ab und zu mal mit anderen Charakteren spiele. Und da ist Schlucht auch manchmal noch besucht. Weil, ja, so groß sind die jetzt ja auch nicht, die Charaktere und so.
Okay. Einmal hier entlang und dann sind wir auch schon gleich im Anfängergebiet. Also jetzt noch nicht, aber sobald wir hier durch sind. Da müsst ihr irgendwo. Ja, genau, hier unten war das Ding. Dann danach. Ach ja, Archet war die letzte Dingens, genau. Jetzt hänge ich. Ich wollte gerade sagen, ich spiele ihn. So. Pilsisch ist auch da, das ist schön. Muss ich jetzt rechts, links oder geradeaus? Ich muss jetzt geradeaus, rechts, links. Und da oben war die Palisade, die man am Anfang nicht durchdringen konnte, weil man mehr oder minder ja abgeschnitten war. Wer schon einen Menschen gespielt hat, wird auch das wissen. Ach, so fing es an. Deswegen sieht auch dieses Gebiet wirklich schön aus, muss man echt sagen. Hm. Könnte ich mich mit anfreunden, mit diesem Gebietchen. Aber muss ja nicht sein. So, immer der Straße nach. Mit John Farnbach, dem Vorsteher von Archet, reden. Das ja, mal schauen, ob sie es mittlerweile aufgebaut haben. Ich meine, das ist immerhin 51 Level her. Vorausgesetzt, wir haben ungefähr so gestartet, dann, 51 Level ist es her. Und da werden die ja wohl in der Zeit, in der wir das Let's Play haben, laufen lassen, mittlerweile wieder aufgebaut haben, oder? Hallo, Frau Fuchsfangs? Nein. Sieht immer noch so verwüstet aus hier. Ach Mensch, die Leute kannst du aber auch nichts machen lassen. Faule Säcke, alles hier. Alles faule Säcke. So, John. Ja, das Begraben der Toten. Prolog-Quest. Ich grüße euch. Seid gegrüßt. Was kann ich für euch tun? Ihr sagt, ihr seid den ganzen Weg aus dem blauen Gebirge gekommen, um diesen kaputten alten Schlüssel zu holen, den wir da unter den Habseligkeiten der Schwarzwolfs gefunden haben. Es stimmt, dass er bei den Sachen war, die wir für den Nachlass Eogans halten. Nur deswegen haben wir ihn aufbewahrt. Er ist ziemlich nutzlos. Hier, möge er euch bei eurem Unterfangen helfen? So, okay, bring die gesammelten Dinger zu Dwalin. Dwalin ist etwas schwerer zu erreichen jetzt, weil ich ja keine Reiserolle mehr habe. Und hier ist noch kein... ich könnte jetzt hier nach Bree zurückreisen, aber ich glaube, das wäre ja vollkommen unsinnig. Deswegen reisen wir so nach Bree und müssen dann halt per Schnellreise nach Bree. Ich werde heute ausnahmsweise mal nicht schneiden, einfach um die alten Gebiete zu genießen. Nicht nur die neuen, sondern die alten. Und ja, wie gesagt, wie immer aus Zeitgründen irgendwie auch. Aber ich freue mich ja auch endlich mal wieder ein bisschen, sagen wir mal, normal zu reiten. Und eine normale Folge abliefern zu können. Klar, die anderen beiden waren es auch schon. Allerdings halt zu viel Schnippelei. Und das waren ja teilweise 7, 8, 9 Schnitte in den Folgen, wo wir nur dem Dingens gefolgt sind. Das war heftig. Da hat halt wirklich, im Prinzip ist mehr Zeit durchs Reiten ins Land gegangen, als wie ich selbst gelevelt oder beziehungsweise also wie ich in der Folge hatte. Und das ist schon extrem. Also wenn du wirklich eine 20-Minuten-Folge machst und dann anderthalb Stunden aufnimmst, ist schon irgendwas merkwürdig. So, aber, ja gut, okay. Sind halt diese Quests, da müssen wir mit umgehen und werden uns damit natürlich auch, das ist falsch, auseinandersetzen. Oder? Nee, ist richtig, ist schon richtig, Entschuldigung. Wie gesagt, es war halt so, wie es ist und es ist, wie es ist und es wird immer sein, wie es ist. Nein, das ist hier doch falsch, verdammt. Wusst's doch. Also nochmal hier runter, genau, hier unten vorbei, so ist richtig. Gut, darf ich hier andere Sprachen als German verwenden? Ja, natürlich. Fragt gerade einer unten im Chat. Weil, warum sollte niemand was anderes sprechen dürfen? Elbisch ist zum Beispiel erlaubt, Zwergisch. Ja, Angmarim nicht unbedingt, aber wir speaken alles. Und vor allem wild durcheinander. So, lalalala, es geht los. Also wie gesagt, ich sehe keinen Grund, warum jemand nur, wenn er eine falsche Sprache spricht, irgendwie très bien. Ah, ein Franzose. Gesperrt werden dürfte. Lalalala. Okay, nicht, dass ich ihn jetzt deswegen verstehe, ne? Das ist wieder was anderes, aber ich wollte eigentlich schnell, ja doch, schnell reisen geht ja auch da lang.
Gut. Nee, ich verstehe die leider nicht. Ticket ist raus. So ist richtig. Ich verstehe leider nicht, was er sagt, weil ich kann kein Französisch. Na, eigentlich kann ich gut Französisch, nur mit der Sprache hapert es halt ein bisschen. Ich weiß, der ist alt. Jetzt kommst du nach Azkaban. Blin. Wow. Naja, auf jeden Fall ist ja auch mal schon schön lustig und so. Und überhaupt. Wir gehen, wo wollten wir hin? Wir wollten nicht ins Auenland, wir wollten noch hier hin. Wo ist denn? Hallo, Eredluin, genau hier, Tori, da. Da wollen wir hin. Es tut mir leid, ich habe. Oh, ich glaube, der hat den Witz nicht ganz mitbekommen. gut. Es sieht auch so aus, als würde das teilweise per Google-Übersetzer gehen. Und da ist es dann vielleicht ein bisschen schwierig, das Richtige rauszufinden. Aber wie gesagt, keine Sorge an jeden. Egal welche Sprache du sprichst, für eine Sprache wird man nicht gebannt. Du hast halt nur Sprachschwierigkeiten, das ist alles. Absitzen. Brauche ich nicht so weit hinter rennen hier. So. So, aufsitzen und Zipfel flechten, was auch immer. So, wir sind gleich da. Werden das Ganze bei Dwalin abgeben und gucken, was daraus wird. Ich werde mir versuchen, die nächste Folge wieder ein bisschen mehr zu schneiden, wenn wir wieder ein bisschen mehr rumrennen müssen. Gegebenenfalls, wie gesagt, werde ich dann auch, wenn ich wieder nach Bruchtal muss zum Beispiel, oder nach Askandal, würde ich sagen, nach Angmar, wird es natürlich so sein, dass ich mich da wieder offscreen hinbegebe. Wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? So, möchtet ihr Freunde einladen? Auf der Registrierkarte Haus des Journals könnt ihr Berechtigungen verwalten. Ja, damit jeder in mein Haus kann. Außer wenn ich kein Haus habe. Naja, was soll's. Ihr könnt ja Bolzeniel mal überall dazufügen. Und zwar mit vollen Rechten, damit die sich dort wie zu Hause fühlt, wenn ich gerade nicht da bin. Die muss ja auch irgendwo bleiben, wenn ich nicht aufnehme. Und da wäre es wahrscheinlich ganz günstig im Winter. Allerdings lasst den Alkohol abgeschlossen. Ihr wisst ja, wie sie ist. Das Essen vielleicht auch. Wer hat ihr eigenes mit? So, Dwalin? Hier, guck mal. So, okay. Hallo? Ah, ich hatte recht. Die Hobbits hatten wirklich Bilbos Mithril-Klumpen. Ich hoffe, ihr musstet niemandem wehtun, um ihn zu bekommen. Fuchsschwanz wusste nicht mal, was das ist? Nun, das sollte mich eigentlich nicht wundern. Ein Hobbit würde wertvolle Edelmetalle nicht einmal erkennen, wenn man ihm einen ganzen Schatz geben würde. Und ich sehe, dass ihr auch den Schlüssel von John Farnbach geholt habt. Nun haben wir alles, was wir brauchen. Geht und bringt diese Dinge zu Liti bei der Esse. Dort wird er mit dem Schlüssel anfangen wollen. Okay, der Liti schmiede das Ding für uns. Ist okay. Einer muss es ja machen. Du bist nicht Liti, ne? Du bist Liti. Ich dachte schon, hier unten in dem Gebiet, dass der da unten rumsteht. Aber nein, die haben hier eine extra Esse eingebaut. Okay, Liti. Was wollt ihr? Ihr seid also derjenige, von dem Dwalin gesprochen hat. Wie ich sehe, habt ihr das Mithril und auch diesen elenden Schlüssel der Angmarim. Nun gut, gebt mir die Sachen mal her. Ich werde damit anfangen, das Mithril zu schmelzen. Das Problem ist, dass es später ein Problem beim Formen dieses Metalls geben wird. Vielleicht solltet ihr mit Dwalin sprechen. So. Er legt das Mithril auf das Kohlebett. Okay. Das Kohlebrett verstanden. Aber was will er mit dem Kohlebrett? So, Dwalin. Was gebraucht wird. Was wollt ihr? Okay. Der will hier am besten sagt jetzt Dwalin, dass ich einfach einen Hammer. Ja. Okay. Also Dwalin, ich soll hier irgendwie das Falsche machen. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Ein Hammer zum Bearbeiten von Mithril? Pah, davon habe ich in meinem ganzen Leben bisher nur einen einzigen gesehen. Und das war vor. Ach herrje. Kommt, bleibt einen Augenblick. Wenn man Mithril bearbeiten will, braucht man einen besonderen Hammer. So besonders, dass wir ihn hier in Thorins Halle nur einen einzigen Hammer davon hatten. Troors Hammer. Nicht Thors Hammer, Troors Hammer. Der Hammer von Thorins Großvater, dem Trein hierher gebracht hat. Da wir nie Mithril zu verarbeiten hatten, haben wir ihn auch nie benutzt.
Als die meisten Langberge zurück in den einsamen Berg zogen, blieb der Hammer zurück. Und die Grimhans nahmen ihn, um sich um uns zu beleidigen. Da bin ich mir sicher. Und legten ihn als Tribut in Skorgrims Gruft. Zumindest hat uns einer von ihnen das erzählt. Wir wollten diese Gruft zurückerobern, doch sie scheint verflucht zu sein. Widerliche Dinge lauern dort in den Schatten. Ich würde sagen, wir lassen den Hammer einfach dort liegen. Eure Aufgabe ist wichtig genug, um die Gruft erneut zu öffnen. Ich werde keinen Zwerg finden, der bereit wäre, dorthin zu gehen. Also werdet ihr den Hammer selbst holen müssen. Die Gruft liegt südlich von hier, in der Bergfeste. Ja, na gut. Dann müssen wir wohl in die Gruft. Wir können aber erstmal gucken, was wir... nehmen wir erstmal an. Na gut, Troas Hammer. Die Gruft, die werde ich... ich erinnere mich, das ist das Startgebiet der Zwerge. Ich sag da, wir machen gerade alle... Was ist das denn hier? Markierung der Zwerge. Was bist du? Neue Tat, die Verbannte des einsamen Berges. Was? Entdeckt Markierung der Zwerge bei... Blablabla. Das kann ich ja noch gar nicht. Na gut, okay, ich habe eine neue Tat gekriegt. Alpha Bipsch. Nun gut, auf jeden Fall haben wir, wollte ich gerade sagen, die Gruft, ihr wisst ja ungefähr, wo die ist. Da werden wir uns hinbegeben zu Skorgrims, ehemaliger Ruhestätte. Der ist ja jetzt wieder tot, aber nicht dort, glaube ich. Weiß es nicht. Keine Ahnung. In jedem Fall sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Lasst ein Däumchen da nach oben, wenn es euch gefallen hat. Hier in Turins Halle und wo auch immer. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.